Hallo und herzlich willkommen bei der Himmelsmechanik. Ich bin die Kader und ich werde euch ein bisschen was über die Bewegung von Himmelskörpern im Weltall erzählen. Also worum geht's? Was ich machen werde, ist eine klassische Beschreibung der Bewegung von Himmelskörpern ohne Relativität. Und was man damit machen kann, ist Beschreibungen von Dingen auf der Größenordnung von Sonnensystemen, so natürliche und künstliche Satelliten, die um Planeten kreisen, also schon kleinere Dinge, aber auch größere Dinge, wie zum Beispiel Galaxienhaufen. Bei Galaxienhaufen gibt es aber einen Vorbehalt, nämlich die dunkle Materie, da werde ich gleich noch drauf kommen. Genau, also was nicht funktioniert, weil wir nicht im relativistischen Bereich sind, sind große Geschwindigkeiten. Dafür braucht man die spezielle Relativität. Bei sehr genauen Messungen stellt man fest, dass die klassische Beschreibung nicht mehr funktioniert. Zum Beispiel, wenn man den Merkur sich näher anschaut, dann dreht das Perihel vom Merkur sich immer so um die Sonne im Verhältnis zum Hintergrund. Und um das zu berechnen, braucht man die allgemeine Relativitätstheorie. Dann gibt es noch mehr Effekte, wie zum Beispiel die dunkle Materie oder die vermutete dunkle Materie, die man feststellt, wenn man sich die Rotation von Galaxien anschaut. Und wenn man dunkle Materie postuliert, dann funktioniert das wieder mit der klassischen Mechanik. Aber es gibt auch andere Ansätze, wie zum Beispiel die Modified Newtonian Dynamics. Da braucht man dann eine andere Formel für die Kraft. Und ansonsten gibt es noch die kosmische Expansion. Dafür verwendet man bisher die dunkle Energie. Und das ist dann ganz weit weg von klassischer Physik. Und womit ich mich hier beschäftigen will, sind Systeme aus zwei Körpern. Und zwischen zwei Körpern gibt es die Gravitationskraft und die hat die hier aufgeschriebene Form. Also der Betrag der Kraft ist immer proportional zu so einer Konstante, dann dem Produkt der beiden Massen und das Ganze dann geteilt durch den Abstand von den beiden Körpern im Quadrat. Wenn man das vektoriell schreibt, dann kommt natürlich das Vorzeichen darauf an, wie man sein Koordinatensystem wählt, also in welche Richtung man den Abstand definiert. Und dann kommt hier einfach noch dieser Abstandseinheitsvektor, den ich hier R-Hut genannt habe, dazu. Das ist einfach ein Pfeil, der praktisch von dem einen Körper zum anderen Körper zeigt. Und die Richtung der Kraft hängt natürlich davon ab, wie man diesen Pfeil definiert. Die Gravitationskonstante G hat diesen Wert, der hier steht. Der ist fest, mit dem kann man einfach so arbeiten, der verändert sich nicht. Und wenn man sich die Kraft nochmal genauer anschaut, wir wissen ja, F ist M mal A, da kommt auf beiden Seiten die Masse vor. Und wenn ich mir jetzt die Bewegung von dem Körper mit klein m anschaue, dann habe ich hier F ist klein m mal A. Das heißt, das m kann ich rauskürzen, dann bleibt die Gravitationsbeschleunigung stehen. Nämlich g mal die Masse vom anderen Körper geteilt durch r Quadrat. Und wer schon weiß, wie man mit Energie und Potenzial umgeht, man kann hieraus sich das sogenannte Gravitationspotenzial berechnen. Und zwar ist es die Kraft immer der Gradient von dem Potenzial. Und hier, weil dieses Kraftfeld rotationssymmetrisch ist, also es hängt nur von R ab, ist der Gradient einfach die Ableitung nach R. Das heißt, man muss einfach die Ableitung umkehren, um auf das Potenzial zu kommen. Und das ist dann eben gerade dieses minus g mal Produkt der Massen geteilt durch diesmal nur R. So, ich habe gesagt, es geht um zwei Körper. Wie rechnet man damit jetzt? Das ist hier aufgeführt. Also wir haben hier zwei Körper. Der eine mit groß M mal A1 und der andere mit klein m mal A2. Und ich habe hier die Vorzeichen mir gerade so definiert, dass das R gerade so wirkt. Na, wenn ich einen Punkt mit groß M habe und den anderen Punkt mit klein m, dann ist es hier so definiert, dass der Pfeil von groß M nach klein m zeigt. Ja, weil man sieht hier die Kraft auf den Körper 1, also mit Index 1, ist im
positive Richtung multipliziert mit R. Und die Kraft auf den anderen Körper ist genau entgegengesetzt zu R. Das heißt, am Schluss sind beide zueinander hingezogen. So, und was man jetzt sofort machen kann, man sieht hier, diese ganzen M's kommen auf beiden Seiten vor, die kann man rauskürzen. Und als nächstes ziehe ich jetzt diese beiden Gleichungen voneinander ab. Das heißt, ich berechne hier A1 minus A2. So, und das kann man jetzt natürlich weiter auflösen. Und zwar zum einen sieht man hier dieses A1 minus A2. Ich sollte hier besser gesagt einen Vektorpfeil drüber malen, weil das hier, die Beschleunigung hat natürlich auch eine Richtung. Wenn man sich das jetzt genauer anschaut, wer schon die Ableitungsrechenregeln kennt, weiß, die Ableitung ist linear. Das heißt, wenn ich eine Sache von der anderen Sache abziehe und davon die Ableitung nehme, dann ist das gleiche wie wenn ich zuerst die Ableitung nehme und danach abziehe. Also das kann man vertauschen. Und die Beschleunigung ist einfach nur die zweite Zeitableitung vom Ort. Das heißt, wir ziehen hier die Orte voneinander ab und machen danach die Beschleunigung daraus. Und das ist genau das gleiche wie die Verbindungslinie zu berechnen. Das heißt, wir berechnen hier sozusagen die Beschleunigung von der Verbindungslinie zwischen beiden Körpern. Und weil die hier genau andersrum zeigt als dieses R, nenne ich das hier mal minus A der Differenz. Genau, weil R zeigt von, R wäre ja Körper 2 minus Körper 1, hier haben wir Körper 1 minus Körper 2. Auf der anderen Seite kann man hier rausziehen, sieht jetzt fast genauso aus wie das Gravitationsgesetz, was wir kennen. Das heißt, ich versuche einfach mal wieder die alte Form herzustellen mit g mal Produkt der Massen. Und dafür müssen wir diese Summe der Massen auf die andere Seite bringen und beide Seiten mit dem Produkt der Massen multiplizieren. Das heißt, wir haben hier minus Beschleunigung der Differenz zwischen beiden mal, wie gesagt, ich erweitere mit m mal m und dann bringe ich das da auf die andere Seite. Groß M plus klein m. Und das ist dann wieder genau g mal 1 durch r Quadrat mal beide Massen mal die Richtung. So, und dieses Minus kann ich auch auf die andere Seite bringen, dann stimmen die Vorzeichen auch wieder wie gewohnt. Und was man hier sieht, auf der rechten Seite, das ist ja einfach nur das Gravitationsgesetz. Also das kennen wir schon. Und auf der linken Seite gibt es jetzt diese Konstruktion, das ist dem Produkt der Massen geteilt durch der Summe der Massen. Und das ist nach den Einheiten wieder eine Masse. Und diese Masse nenne ich μ. μ ist die sogenannte reduzierte Masse. Und was dann übrig bleibt, das ist einfach AD mal μ ist gleich minus g m mal m durch r Quadrat mal die entsprechende Richtung. Und das ist genau die Bewegungsgleichung von einem einzelnen Körper mit der Masse μ, auf den die Kraft wirkt, die proportional ist zu diesem Groß M mal Klein M. Ja, weil sich die Massen nicht ändern, dann ist es praktisch eine Konstante, die man, ja, das ist einfach in der Kraft drin. Und das ist sehr schön, weil jetzt kann ich alles betrachten als die Bewegung von nur einem Körper mit eben dieser Masse, auf den genau diese Kraft wirkt und muss nicht mehr mit diesen zwei Körpern immer rumhantieren. Das steht hier auf der nächsten Folie nochmal in schön. Genau, das ist ein Teilchen mit der Masse μ, dessen Position gleich der Verbindungslinie beider Körper ist.
Wer jetzt genauer aufgepasst hat, dem wird aufgefallen sein, das ist eine ziemlich allgemeine Aussage. Nämlich kann ich die immer machen, wenn auf den einen Körper eine Kraft F wirkt und auf den anderen Körper eine Kraft minus F. Dann kann ich jedes Mal genau diese Konstruktion machen. So, wer von euch schon mal was von Himmelsmechanik gehört hat, der kennt wahrscheinlich die Keplerschen Gesetze, also das ist praktisch, sind die zentralen Aussagen, die man verwendet, wenn man mit Planetenbahnen rechnet. Da habe ich hier nochmal aufgelistet. Das erste besagt, dass die Bahnkurve des Planeten eine Ellipse ist. Allgemeiner kann man sagen, ein Kegelschnitt, das kann also auch eine Parabel oder eine Hyperbel sein. Und das Zentralgestirn dieses Planeten befindet sich in einem der beiden Brennpunkte. Das zweite Gesetz ist die Verbindungslinie zwischen Stern und Planet, überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen. Ja, das heißt, wenn ich den Stern und den Planet verbinde und diese Verbindungslinie aufzeichne, also praktisch eine Fläche malen lasse, dann überstreicht die eben in gleichen Zeiten gleiche Flächen. Und das dritte Keplersche Gesetz, das ist hier vielleicht in einer bisschen anderen Form, als ihr sie kennt, und zwar bei geschlossenen Umlaufbahnen erfüllen die Umlaufdauer groß T und die große Halbachse von dieser Ellipse, die längere Seite, die Gleichung, die hier steht. Nämlich große Halbachse hoch 3 mal 4 Pi Quadrat, das ist gleich T Quadrat mal G mal M, wobei M die Masse von dem Stern in der Mitte ist. Das heißt, wenn man sich das näher anschaut, kann man das auch in die etwas bekanntere Form bringen. Nämlich, wenn man mehrere Planeten hat, die ich mit Index 1 und 2 bezeichne, ist a hoch 3 durch t Quadrat eine Konstante, die nur von der Masse des Zentralgestirns abhängt. Und das heißt, ich kann a1 hoch 3 durch t 1 Quadrat gleichsetzen mit a2 hoch 3 durch t 2 Quadrat. Und diese Keplerschen Gesetze fallen nicht einfach vom Himmel, die können wir herleiten. Und den Ansatz, wie wir das machen, will ich noch schnell vorstellen. Und zwar mache ich jetzt eine Vereinfachung, das ist aber eine reine schreibmäßige Vereinfachung. Nämlich sage ich ab jetzt, dass Groß M viel größer ist als Klein M, das heißt, die Masse der Sonne ist viel größer als die Masse der Erde. Und damit ist μ ungefähr die Masse von dem kleinen Körper. Man kann diese Berechnung aber allgemein machen. Da muss man einfach nur an den richtigen Stellen Klein M durch μ ersetzen und Groß M durch die Summe von Groß M und Klein M. Also das ist kein Problem. Also nochmal, ich sage jetzt μ, das war das Produkt der Massen, geteilt durch die Summe der Massen. Und jetzt ist Groß M viel größer als Klein M. Das heißt, hier unten kann ich Klein M eigentlich ignorieren, weil das ist eine Summe und die kleinere Masse fällt da raus. Da oben drüber steht aber auch Groß M, das heißt, es kürzt sich im Endeffekt alles raus und es bleibt nur noch Klein M übrig. Ja, aber wie gesagt, das kann man auch allgemein durchexerzieren, also diese Betrachtung. So, als nächstes schaue ich mir die Energie an. Das ist nämlich ein bisschen leichterer Ansatz als der Ansatz mit Kräften. Und die Energie, ihr kennt sie wahrscheinlich schon, das ist einfach die kinetische Energie, ein halb mv Quadrat. Klein m kommt hier nur vor, weil ich betrachte die Sonne als einen fixen Körper. Und davon wird dieses Potenzial ja eigentlich addiert, aber weil es ein negatives Vorzeichen hat, muss es hier abgezogen werden. Das Potenzial habe ich vorhin schon mal gezeigt und das ist eine Konstante dann insgesamt und E, und zwar E. So, da ist es jetzt erstmal interessant, oder wenn man diese Herleitung durchführt, ist es interessant, die Geschwindigkeit zu haben, weil die Geschwindigkeit ist die Änderung des Ortes und sowas in der Richtung wollen wir ja. Deswegen löse ich das jetzt erstmal nach V auf. Das heißt, das da bringe ich auf die andere Seite, die Masse. Das heißt, ich habe hier auf der einen Seite Energie geteilt durch m stehen. Und das da nenne ich einfach mal das Curly E.
Nachher kommt noch ein Epsilon, also das ist kein Epsilon, das soll ein Curly E sein. Und dann kann man das einfach auflösen, nämlich man hier V Quadrat ist gleich. Das heißt, V ist einfach die Wurzel davon. Ich kann mir das dann wegstreichen und hier eine Wurzel drüber. So, das gleiche steht hier nochmal in schön. Und die zweite interessante Sache, wir haben jetzt die absolute Geschwindigkeit von dem Körper betrachtet und die Position, aber eine andere Erhaltungsgröße außerhalb der Energie gibt es noch und die ist der Drehimpuls. Und der Drehimpuls ist gegeben durch, wie es hier steht, R mal die Masse, also den Abstand mal die Masse des Körpers mal den Anteil der Geschwindigkeit, der ja in den Winkel verändert. Also der senkrecht auf der Verbindungslinie steht. Das nenne ich hier Vphi, weil Phi wird die Winkelvariable sein, die ich benutze. Das heißt, das kann man auflösen nach Vphi. Das ist nämlich wieder hier das Interessante. Einfach indem man durch die Masse teilt und durch den Abstand. Und was ich hier wieder mache, ist, ich nehme den Drehimpuls geteilt durch die Masse, der wird hier zu Lambda. Einfach nur als Schreiberleichterung. So, das heißt, jetzt haben wir Formeln für die Geschwindigkeit, einmal für die Gesamtgeschwindigkeit und einmal für den Winkelanteil der Geschwindigkeit. Und damit können wir jetzt so allgemeine Formeln hinschreiben, wie sich R und der Winkel Phi in einem ganz kurzen Zeitintervall dt verändern. Ja, also zuerst dr. Das ist praktisch ein kleines Stückchen Abstandsänderung. Das ist ja ganz allgemein gesagt die Geschwindigkeit in Richtung von diesem r mal die Zeit. Die Geschwindigkeit in Richtung r, die nenne ich ganz einfach mal vr. Die kann man danach berechnen aus v und vphi mal Zeit. Und das ist ein kurzes Zeitintervall, das nenne ich hier dt. Beim Winkel ist es ähnlich. Dafür müssen wir aber die kleinen Winkelnäherung benutzen. Dphi, das ist keine Längeneinheit. Ich muss es mit dem Abstand wieder multiplizieren. Nämlich, wenn ich einen kleinen Winkel habe, hier dphi, und ich würde gerne diese Änderung hier betrachten, dann brauche ich diesen Abstand. Und dann ist in der Kleinwinkelnäherung, dann ist Sinus von Phi ungefähr Phi und Tangens von Phi ist auch ungefähr Phi. Also man kann das hier dann berechnen als R und dann einfach nur mal den Winkel. Winkel im Bogenmaß natürlich. Und das ist einfach gegeben durch hier wieder die Winkel, den Winkelanteil der Geschwindigkeit mal dt. So, und die beiden kann man jetzt zusammenführen. Nämlich, ich habe hier einmal dphi und dr. Und das ist dann ja einfach, also dt ist das heißt, auf dieser Seite steht dann 1 durch r, das ist das r, was hier oben drüber links stand. Und dann vphi, das bleibt einfach stehen, geteilt durch das vr. Und dieses dr hier oben habe ich schon auf die andere Seite gezogen. Also das steht dann hier. So, und für Vphi kennen wir die Formel schon. Die steht da oben. Die ist einfach gegeben durch Lambda, den Drehimpuls. Der ist einfach ein Bahnparameter, weil er sich nicht verändert. Und den Abstand. Und hier unten Vr, das bekommen wir aus dem Gesamt-V mit dem Satz des Pythagoras. Ja, also wir können einfach sagen, Vr
So, und wer sowas schon mal gesehen hat und sich mit Ableitungen ein bisschen auskennt, der sieht, dass das hier praktisch eine Differentialgleichung darstellt, also die Änderung vom Winkel in Abhängigkeit von R. Und das ist einfach diese Formel hier. Genau, hier steht das Gleiche nochmal in schön. Und damit werden wir dann weiterarbeiten. Es gibt noch eine andere Formulierung, wie man das auch relativ elegant bekommt, diese Formel. Und zwar, wenn ich hier oben meine Energie habe, 1/2 mv² minus g mal m mal m durch r, dann kann ich auch sofort v² in die beiden Anteile aufteilen. Ja, genau, dann habe ich hier vr² plus vphi². Und wenn wir uns erinnern, der Drehimpuls war genau m mal vphi mal r. Das heißt, ich kann hier den Drehimpuls als Variable in der Energie ins Spiel bringen und bekomme ich hier diesen Term plus l² geteilt durch 2mr². Und das sieht jetzt aus wie ein Potential. Das heißt, eine Bahn mit Drehimpuls bewegt sich praktisch in so einem effektiven Potential. Und damit ist auch die gesamte Energie nur noch von R abhängig. Also so kommt man auf die gleiche Art und Weise auf dieses Vr. Genau, und dann kann man auch den Drehimpulssatz verwenden. L ist einfach hier wieder gegeben durch Masse mal Abstand mal R mal die Änderung des Winkels. Das ist das gleiche wie Vphi, also R mal dphi nach dt. Das ist einfach Vphi. Das kann man dann wieder nach Phi auflösen und hat dann wieder genau diese Formel. So, ich habe hier alles nochmal aufgeschrieben und die Formel für die radiale Geschwindigkeit eingefügt und die für die Winkelgeschwindigkeit und das Ganze dann aufgelöst. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Es wird sich dann im Nachhinein herausstellen, dass es sinnvoll ist, nicht die Ableitung vom Winkel in Abhängigkeit vom Abstand zu haben, sondern eine Abhängigkeit des Abstands nach dem Winkel, und zwar die Ableitung der Inversen des Abstands nach dem Winkel zum Quadrat. Ja, das wirkt jetzt erstmal sehr technisch, aber das ist für nachher eine sehr nützliche Form. Dann hat man zum Beispiel nicht mehr diese Wurzel und dann steht hier in einer schönen Summe ohne so einen langen Bruchstrich mehr. Und darauf kommt man einfach durch Anwendung der Ableitungsrechenregeln. Also das ist einfach durchrechnen. Wer das mag, kann das ja als Übungsaufgabe machen. Das ist die praktische Form, die wir später anwenden wollen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, wie wir die Keplerschen Gesetze dann tatsächlich herleiten, dann kommt doch ins Live-Seminar. Ja, vielen Dank und wir sehen uns vielleicht nochmal.